Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Stories of Climate Change Hope, dem Podcast, der dir ein kleines bisschen Hoffnung bringt. Mein Name ist Steffen Schwartmann und heute lauschen wir der Klimageschichte von Leo und Luca. Heute dreht sich alles um den Protest vom Baum aus. Vom Baum aus, ja, konkret heißt das, wir sprechen mit zwei Menschen vom Klimabaumhaus Bayreuth. Hallo Leo, hallo Luca, schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Hallo. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich war total aus dem Häuschen, wirklich aus dem Häuschen, als ich das erste Mal von eurer Initiative gehört habe, weil ich einfach so begeistert war, dass es sowas in Bayreuth gibt. Könnt ihr vielleicht kurz vorstellen, worum es bei eurem Projekt geht oder bei eurem Protest? Fang du an. Ja, also wir sind eine Gruppe Klimagerechtigkeitsaktivisten. Wir haben dieses Baumhaus entwickelt, um Druck auf die Lokalpolitik auszuüben in Bayreuth, besonders auf den Stadtrat, dass dort einfach schneller Forderungen durchgesetzt werden, von denen wir einige auch auf unsere Agenda geschrieben haben, von denen wir hoffen, dass sie umgesetzt werden, weil es uns darum geht, dass in Bayreuth in der Lokalpolitik einfach noch zu wenig für Klimaschutz getan wird. Und wir haben dieses Baumhaus errichtet, weil jetzt einfach langsam dringend etwas getan werden muss und wir mit diesem Baumhaus versuchen, eine Protestform zu wählen, mit der aufmerksam gemacht wird und ja, hoffentlich möglichst schnell Forderungen umgesetzt werden. Ja, genau. Also es handelt sich um ein Baumhaus und inzwischen auch eine kleine Hütte aus Paletten, die quasi direkt auf der anderen Straßenseite gegenüber vom Rathaus in Bayreuth stehen. Und das wurde in so einer Nacht- und Nebelaktion aufgebaut und dann aber schon zwei Tage später angemeldet und ist seitdem jetzt eine angemeldete Versammlung, die da läuft. Wir haben gerade im Moment eine kleine Winterpause, aber wir sind auf jeden Fall auch immer dort. Also es sind immer Menschen oben, die übernachten und es sind auch immer Leute unten, tagsüber, die über unser Projekt informieren und da sind und man vorbeikommen kann. Und das läuft jetzt schon seit über einem Monat. Und Luke hat ja schon gesagt, es gibt sowohl das Baumhaus wie unten auch den Ground Support, also ein Häuschen aus Paletten gebaut, wo sich Leute aufwärmen können, ein bisschen Tee trinken können. Und wir haben auch eine Schaukel zum Schaukeln, die ich draufsetzen kann. Es kamen auch schon Kinder vorbei, was auch richtig schön war, um einfach mal bei uns zu schaukeln. Also es geht auch darum, einfach Gruppe zu haben, Spaß zu haben und sich über Klimaschutz auszutauschen. Ja, genau. Auf der Schaukel war ich auch schon. Ja, cool. Man kann ja sogar so eine kleine Anleitung bekommen, wie man klettert. Das fand ich auch super, super spannend. Ja, ich wollte auch wissen, so wie kam es zu der Idee, also mit dem Baumhaus? Das ist ja, ich kenne das halt vom Hambacher Forst oder von anderen Orten, wo man eben den aufmerksam machen will, wenn es um Abholzung geht oder so und da dann ein Baumhaus hat. Und das ist ja jetzt in der Stadt, also das war für mich auch total überraschend, so wie kam es zu der Idee? Ja, also ich denke, es waren einfach motivierte Leute in Bayreuth, aber es war irgendwie nicht so klar, was man für eine Aktion machen kann. Und dann kam die Idee tatsächlich eher von außerhalb, von Menschen so aus der Kletterszene aus Süddeutschland, die unter sich ganz gut vernetzt sind. Und da gab es quasi zwei schon Praxisbeispiele aus Passau und aus Ravensburg, wo eben Baumhäuser in der Stadt gebaut wurden. Und da das sollte ein bisschen nachgeahmt werden. Auch weil bei beiden eben einer der Effekte war, dass die Klimabewegung in der Stadt dadurch gestärkt wurde. Unabhängig jetzt davon, ob man den Stadtrat dazu bewegen kann, klimafreundlicher zu handeln oder so. Genau, und deswegen kam die Idee ein bisschen von außerhalb und wir haben auch Unterstützung von Menschen eben von außerhalb bekommen, die uns dann zum Beispiel auch das Klettern beigebracht haben, was wir eben jetzt auch an möglichst viele Leute weitergeben wollen. Also am Anfang war diese Gruppierung, glaube ich, wir kannten uns alle gar nicht so richtig oder einige davon kannten sich schon, aber es sind immer mehr Leute dazugekommen, die man noch gar nicht so in dieser Szene gesehen hat.
Und ja, das war ein ganz guter Vernetzungspunkt. Und deswegen, also am Anfang war es ja eine kleine Gruppe, es ist immer größer geworden. Und ja, das ist, glaube ich, das Gute daran, dass wir so eine Kleinstadt sind, dass das mit einer Gruppierung jetzt auch funktioniert hat, die erstmal unabhängig ist von anderen Vereinen oder Gruppierungen oder was auch immer. Wie zum Beispiel, ja, halt andere Gruppierungen dazu gehören wir jetzt ja nicht genau, sondern wir sind jetzt eine eigenständige Gruppe, die sich einfach nur für dieses Ziel und diese Protestform gebildet hat. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja, hier mit Bayreuth, das ist ja auch so ein Standort in der Nähe der Fränkischen Schweiz. Da hat man ja sowieso schon super viele Leute, die gerne klettern. Sind da auch dann Leute so, die vorher vielleicht nichts mit der Bewegung oder mit dem Protest zu tun hatten, so Kletterer irgendwie auf euch zugekommen? Ja, ich zum Beispiel. Also Ja. ich komme nämlich aus der Kletterszene und ich wollte, also ich hatte vorher zum Beispiel gar nichts mit Aktivismus zu tun. Jetzt gerade auch vor allem in Bayreuth. Ich war zwar viel auf Demos und solche Sachen, aber ich habe mich immer nur angeschlossen. Ich habe nie mitgestaltet. Und für mich hat das jetzt einfach mal richtig eine Möglichkeit gegeben, vor Ort in der Stadt, also ich komme ja auch hier aus der Gegend, also ich bin ja hier aufgewachsen. Einfach was bewegen zu können und es ist auch mega cool, weil ich eben aus der Kletterszene komme, das eigentlich für mich so die coolste Protestform ist, gefühlt, die ich mit unterstützen kann, weil das einfach auch die Dinge verbindet, die mir wichtig sind. Und ja, ich habe auch das Gefühl aus der Kletterszene, die ich so kenne, gut, es sind jetzt nicht so viele absolut aktiv in unserem Projekt, aber auf jeden Fall UnterstützerInnen und das ist schon mal sehr wichtig und cool, weil man ja auch das Gefühl hat, dass gerade diese Community voll hinter dem Thema steht, weil alle da sehr naturverbunden sind, die jetzt so aus der Kletterszene kommen. Ja, absolut. Also ich hatte auch das Gefühl, es war weniger jetzt, dass irgendwie Leute die ganze Zeit am Baumhaus die Zeit verbracht haben, die jetzt vorher sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Aber ja, also da sind natürlich einerseits Überschneidungen, dass die Leute eh schon in die Richtung interessiert sind und gerade auch Material spenden haben wir am Anfang bekommen, aber jetzt auch immer noch währenddessen, also ein Klettergurt oder halt das Klettermaterial, was dann nicht mehr verwendet wird, aber wo die Leute sagen, sie würden trotzdem noch damit klettern, dann kann man es auch noch benutzen. Und was du auch schon gesagt hast, was natürlich auch mega cool ist, ist, wir bieten ja auch immer wieder diese Skillshares an, in denen das Klettern auch beigebracht wird. Und das finde ich auch mega cool, dass Leute vorbeikommen, die auch einfach diese Protestform interessiert und wir auch für jeden offen sind, der vorbeikommt und sagen möchte, oh, ich würde das eigentlich gerne mal lernen, wie man sowas macht, wie man da überhaupt hochkommt und wir quasi das auch so ein bisschen unter die Menschen bringen. Das ist eigentlich auch ganz schön. Ja, So total quasi spannend. indirektes Weitergeben meines Hobbys, wenn man so will. Nee. Ja, das ist ja auch dann ein ganz anderer Zugang irgendwie, ne, als ein Protest. Das ist ja was total Aktives dann auch. Ja, wie war sonst die Reaktion von der Bevölkerung? Also kommt man so auch gut ins Gespräch mit Leuten, die vorbeilaufen, oder wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, absolut. Also ich finde, das ist inzwischen eigentlich einer der wichtigsten Punkte oder wichtigste Erfolge vom Klimabaumhaus. Weniger, dass wir jetzt irgendwie geschafft haben, den Oberbürgermeister von irgendwas zu überzeugen, wie man ja an dem vermeintlichen Klimarahmenbeschluss auch gesehen hat, der jetzt noch vor Weihnachten gekommen ist im Stadtrat. Aber einfach die Möglichkeit, mit Menschen irgendwie in Kontakt zu kommen und so eine Anlaufstelle zu bieten, die einfach immer da ist. Also wenn Menschen quasi über das Thema sprechen wollen oder sowieso da vorbeikommen, dass man halt da einen Punkt hat oder ja, einfach einen Ort hat, wo man darüber sprechen kann. Und ich hatte persönlich das Gefühl, dass gerade in der Anfangszeit extrem viel positive Rückmeldung gekommen ist, auch deutlich mehr, als ich erwartet hatte in Bayreuth. Das ist natürlich auch immer ein Stück weit gefiltert, weil man ja natürlich sprechen einen nicht alle Leute an oder man selbst spricht nicht alle Leute an und wahrscheinlich eher die Leute, die einen auch gut finden. Aber ja, ich war überrascht, dass wir wenig Pöbeleien eigentlich abbekommen haben. Also man muss natürlich sagen, es gibt auch die Pöbeleien und es gibt auch Menschen, die vorbeikommen und mit uns diskutieren. Also wir sind ja auch immer offen für Diskussionen und auch für kritische Meinungen so, aber es geht ja auch manchmal in eine Richtung, die schon eher in Richtung Beleidigung geht. Das müssen wir uns dann eigentlich auch nicht gefallen lassen. Aber das sind wirklich eher wenige Probleme, sage ich jetzt mal. Und da haben wir auch
gute Strategien, dass wir uns auch unterstützen und so. Aber hauptsächlich sind es eigentlich positive Rückmeldungen und wir kriegen auch was total Schönes. Wir haben auch vor allem in der Anfangsphase, aber es ist auch immer noch so, viele Spenden bekommen, ob es jetzt Geldspenden sind oder Spenden ja, als Lebensmittel oder irgendwie, dass Leute Tee vorbeibringen. Es gab jemanden, der eine Plane vorbeigebracht hat, damit wir es auch schön trocken haben. Oder Aufrufe zu, hey, da ist Sperrmüll, vielleicht könnt ihr ja davon was gebrauchen oder so. Und auch einfach die Vernetzung von zum Beispiel Nachbarn, die so nebenan wohnen, die sich da auch ein bisschen drin unterstützen wollen, die man am Anfang gar nicht so in der Aktion gesehen hat, aber die einfach dadurch, dass sie in der Nähe wohnen, ihre Räumlichkeiten zum Beispiel zur Verfügung geben oder so. Also allein das waren irgendwie total schön zu sehen am Anfang, dass da so ein Unterstützerkreis entsteht und auch an Leuten, die nur so vorbeikommen und uns auch Support geben, dass sie froh sind, dass wir da sind und dass sie uns dankbar sind dafür, dass wir was machen, weil sie sich irgendwie nicht mehr so in dem Alter fühlen, zum Beispiel, sich jetzt auf so ein Baumhaus zu setzen, aber sehr dankbar dafür sind, dass wir das machen. Im nächsten Abschnitt gehen Luca und Leo auch darauf ein, was für Meldungen von der Bevölkerung beim Ordnungsamt eingegangen sind. Es gab irgendwie einzelne Beschwerden wegen so Lärmbelästigungen, als die Rhythms of Resistance irgendwie gespielt haben, aber ansonsten gibt es quasi keinen Grund für sie uns da wegzubekommen, weil es eben keine Beschwerden gibt, und das zeigt irgendwie auch nochmal ganz gut, dass wir irgendwie einen Raum gefunden haben, wo wir keinen, also eigentlich Leute nicht stören, aber trotzdem präsent sind. Ja, genau, was ganz schön ist und was, glaube ich, auch der wesentliche Punkt dafür ist, weswegen die Rückmeldung hauptsächlich positiv ist, im Vergleich zu beispielsweise einer Straßenblockade mit Extinction Rebellion, was ich auch schon mal gemacht habe, wo die Rückmeldung in der Regel deutlich negativer ist, weil man die Leute eben direkt stört. Ist, glaube ich, auch eine Sache, die uns wichtig ist. Also wir sind da ja vor Ort und es geht ja auch darum, dass Leute uns, also was heißt akzeptieren, aber halt einfach Lust darauf haben, sich mehr mit uns auseinandersetzen und nicht direkt die Schotten dicht machen, weil wir da irgendwie Lärm machen und jeden Tag laut Musik spielen oder so. Das ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe, sondern wir wollen einfach auch sichtbar sein und präsent sein. Aber wir müssen nicht die ganze Zeit laut sein. Wir sind eigentlich laut durch unsere Sichtbarkeit, würde ich mal sagen. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und das sieht man auch jetzt, wie Luca eben schon gesagt hat, dass da wenig Beschwerden kam, aber das ist uns irgendwie auch wichtig. Es geht ja auch darum, Akzeptanz zu kriegen. Als ihr angefangen habt mit dem Projekt, hattet ihr, oder auch davor, hattet ihr irgendwelche bestimmten Erwartungen? Habe ich rausgehört, es ist ein super gutes Feedback da gewesen, sehr positive Reaktionen, viel Unterstützung von Menschen, die vorbeigekommen sind, die von euch gehört haben. Und was waren so eure Erwartungen? Also war das schon etwas, wo ihr dachtet, kommt bestimmt gut an oder? Ja, also am Anfang wussten wir halt erstmal gar nicht, was passiert, weil wir waren ja erstmal unangemeldet. Wir sind ja hochgegangen, ohne dass davon jemand was wusste, was geahnt hat. Es hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können. Also es gibt ja auch andere Beispiele, sage ich jetzt mal, wo härter dagegen vorgegangen wird. Ja, wir wussten auch nicht, wie kooperativ die Polizei ist. Wir wussten nicht, wie kooperativ die Stadt ist. Aber ja, deswegen, ich glaube, Erwartungen waren am Anfang erstmal nur bezogen, sage ich mal, auf das Baumhaus, wie läuft es ab? Können wir bleiben? Können wir nicht bleiben? Wie kommt es in der Bevölkerung an? Das wussten wir ja nicht genau. Und es hat sich dann nach und nach einfach, sind einfach immer mehr Hoffnungen entstanden und immer mehr haben wir halt gemerkt, okay, wir werden toleriert, wir können hier bleiben, wir können das ausbauen und wir können einfach hier eine richtige Institution schaffen. Und dann ist das, sind, glaube ich, so die Erwartungen und Hoffnungen immer mehr gestiegen und ja, die Hoffnung an sich ist natürlich vor allem, dass unsere Forderungen umgesetzt werden. Ich habe schon das Gefühl, dass sich die Erwartungen auch ein bisschen geändert haben. Und ich kann mich noch an eine Diskussion erinnern, bevor wir das aufgebaut haben, wo es darum ging, ob wir antikapitalistisch oder Antikapitalismus in unseren Forderungen stehen haben wollen oder auf dem Logo stehen haben wollen. Und wir haben uns dann aktiv dagegen entschieden, ja, halt einfach in der Angst, einen Shitstorm oder was ähnliches zu produzieren und eben auch mit dem quasi Zeitungsmonopol des Nordbayerischen Kuriers in Bayreuth dann eben da nicht gut dazustehen, wenn sie über uns berichten. Von daher würde ich schon sagen, dass wir am Anfang eher davon ausgegangen sind, dass die Rückmeldung
tendenziell eher negativ sein wird. Und ich bin auch, was die Artikel im Nordbayerischen Kurier angeht, und natürlich sind die an manchen Stellen immer noch ein bisschen komisch oder wir hätten gerne, dass noch was anders dargestellt wird, aber ich fand die im Großen und Ganzen, wie sie jetzt übers Baumhaus geschrieben wurden, eigentlich meistens in Ordnung, sodass ich da eher positiv überrascht war. Genau, und ich persönlich bin auch am Anfang eher davon ausgegangen, dass das innerhalb von 2 Tagen geräumt wird. Und dass wir deswegen gar nicht so die krasse Rückmeldung von Leuten von der Straße quasi bekommen. Sondern es war auch so ein bisschen als, ja, auch einfach mal was ausprobieren. So ein bisschen so ein Benchmark setzen auch gedacht in Bayreuth. Einfach mal so eine Aktion machen und mal sehen, was dann daraus sich entwickelt. Und vielleicht gibt es noch mehr solche Aktionen. Ja, vielleicht habt ihr dadurch ja schon die nächste Generation oder die nächsten Menschen motiviert, noch aktiver zu werden oder was Neues zu machen. Wenn man euch beitritt oder falls es euch dann nicht mehr gibt, dann das nächste Baumhaus zu bauen. Ja. Ja, so soll ja auch Netz entstehen. Also das ist ja auch das Schöne. Also wir wurden inspiriert von anderen Baumhäusern und wir wollen auch weiter inspirieren. Und ich glaube, das hat man auch gesehen. Mir geht es ja genauso. Es ist einfach jetzt eine Gruppe entstanden, der man sich anschließen kann, wenn man mal aktiv werden möchte. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Egal, ob jetzt das Baumhaus bestehen bleibt oder nicht. Es gibt uns jetzt, es gibt jetzt so eine Gruppierung in Bayreuth und nochmal betont in Bayreuth, wo vorher nie was los war gefühlt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch weiterzugeben. Hey, wir sind da und wenn du Lust hast, dann komm vorbei und schließ dich uns an. Es ist möglich, in jeglicher Form sich zu beteiligen. Man muss nicht unbedingt oben pennen oder man muss nicht unbedingt oben schlafen oder jeden Tag da sein. Es gibt so viele Formen, wie du dich weiterbilden kannst und wie du versuchen kannst, aktiv zu werden. Und das ist, glaube ich, super. Ja, ich wollte es erst nicht sagen, aber so, ich bin nur für das Masterstudium nach Bayreuth gekommen und habe die Stadt im ersten Moment auch eher so als konservativ wahrgenommen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es irgendwie doch schon so von studentischer Seite relativ viele Initiativen gibt, die eben auch was verändern wollen. Und dann aber dieses Baumhaus zu sehen, war nochmal echt so ein Highlight für mich auch. Also immer noch. Ja, weil du das gerade schon angesprochen hattest, Leo, wie könnte man euch denn unterstützen? Eine Sache der Unterstützungsform natürlich, vorbeikommen, mit uns sprechen, vielleicht sogar weitergehen, sich uns anzuschließen, Schichten zu übernehmen, weil wir sind ja wirklich 24 Stunden immer da. Und das heißt, der Schichtplan muss halt aufgeteilt werden, vor allem tagsüber auch für den Ground Support, für Leute, die unten sind, damit unsere Versammlung aufrecht gehalten wird. Aber es ist auch schon allein Unterstützung von uns zu erzählen, das in Familien weiterzubringen oder zu teilen auf in medialer Form. Genau, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine Website, wir haben natürlich wir haben eine Telegram-Gruppe, der man beitreten kann, die Infos weitergibt. Noch dazu natürlich sind wir auf Twitter und wir sind einfach unterschiedlichst aufgestellt, wo man überall teilhaben kann. Und oder man kann auch einfach vorbeikommen, man kann was spenden, man kann Lebensmittel spenden, man kann einen Tee mit uns trinken. Also es gibt so viele Formen, uns zu unterstützen. Und auch wenn man sich einfach nur weiterbilden kann, kann man auch mal zu einem, wie gesagt, Kletterskillshare vorbeikommen oder ja, einfach solche Aktionen mitgestalten. Was beinhaltet dieser Grant Support genau? Also wenn ich mich jetzt mit dem Projekt nicht so auskenne, dann kommen ja vielleicht auch Leute vorbei und haben Fragen und dann, also was ist das? Komme ich dann einfach und stelle mich dahin oder? Also ich glaube, für den Ground Support ist es schon natürlich toll, wenn man sich ein bisschen mit den Themen auseinandersetzt und auch was weiß, aber es ist jetzt nicht dringend notwendig. Es geht auch darum, die Veranstaltung aufrechtzuerhalten. Es müssen ja immer mindestens 2 Leute vor Ort sein. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich am Anfang auch noch nicht so mit den Themen auseinandergesetzt, aber es sind nun mal Themen, die mich interessieren, wo ich dahinter stehe. Also erstmal überhaupt Klimaschutz und so Klimathemen und was vor allem die Lokalpolitik angeht. Ich habe das Gefühl, man kann schon gut argumentieren und man hat ja meistens auch Gespräche, in denen es um ein Miteinander geht und wo man einfach darüber redet, was gemacht werden sollte. Und wenn es um so Themen geht wie Radwegenetz muss ausgebaut werden, das ist ja hoffentlich offensichtlich und da kann man auch gut einfach mit den Leuten reden. Also es ist möglich,
einfach so in Gespräch zu kommen. Und ansonsten kommt man halt vorbei, kann sich für eine Stunde oder länger eintragen. Man kann auch, wie gesagt, schaukeln, wenn gerade keiner kommt. Man kann was lesen. Wir haben auch Internet. Man kann auch was für die Uni tun. Also es gibt genügend Leute, die auch aktiv für ihr Studium quasi vor Ort sind. Also es gibt genügend Möglichkeiten oder man hat Bock, irgendwie was zu bauen. Habe ich auch schon gemacht, dass man irgendwie Lust hat, das noch ein bisschen auszubauen oder so. Man kann sich einfach, ja, auch im Ground Support, also Aktivitäten suchen, auf die man gerade Bock hat. Vor allem, ja, wenn es auch kalt ist, hat man auch Bock, sich zu bewegen oder Tee zu trinken. Ja, das ist eine Sache, die mir auch im Dani zum Beispiel im Camp aufgefallen ist. Immer in so selbstverwalteten Strukturen ist immer die Situation, wenn man irgendwie was machen will, dann kriegt man eigentlich immer nur die Antwort, ja, dann mach's halt und organisier die Leute, die das mit dir zusammen machen. Also da sind jetzt nicht insofern Grenzen gesetzt, dass man irgendwas nicht machen kann. Wenn man Lust hat, noch einen Schrank zu bauen, dann braucht man halt einen Schrank. Genau, aber wenn man jetzt einfach nur mal so hinkommt, ohne sich einzutragen in das Pad, dann werden ja Leute da sein, die sich dann auch besser mit den Forderungen beispielsweise auskennen, dann kann man einfach auf die verweisen. Also wenn man erstmal nur mal so reinschnuppern will, ist das, glaube ich, unproblematisch. Und wenn man jetzt nicht vorbeikommt, kann man euch auch irgendwie per E-Mail kontaktieren. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch eine Mailadresse, aber genau, auch sonst gerne. Ich meine, bei Instagram oder Facebook kann man ja auch schreiben. Einfach da gerne kontaktieren und im Zweifel sonst nochmal nachfragen, wie man unterstützen kann. Vielleicht brauchen wir in dem Moment gerade Holz besonders viel, dann können wir das nochmal den Menschen aufschreiben. Was jetzt kurz schon angesprochen wurde, also Ausbau der Fahrradwege, ist, glaube ich, jetzt eine Forderung. Was sind noch Forderungen von euch? Ja, genau. Also die erste Forderung bezieht sich auf das Treibhausgasbudget. Das ist vielleicht auch noch mal so in Bezug auf die Frage, wieso dieses Baumhaus jetzt errichtet wurde, weil ja die Klimaschutzmanagerin Anfang Oktober das Treibhausgasbudget für Bayreuth errechnet haben, wo rauskam, bis Mitte 2024 ist es aufgebraucht. Und genau, die erste Forderung ist halt relativ schlicht, aber nicht einfach zu erfüllen, das Treibhausgasbudget einzuhalten, das Verbleibende. Und dann wollen wir aber auch also das ist aber ohne konkrete Maßnahmen, wie das gehen soll, einfach nur quasi die Forderung, haltet es ein und vor allem eben auch, es muss einen Reduktionspfad geben, wo jährlich überprüfbar ist, ob man seine Ziele erreicht oder nicht und einfach nicht nur irgendeine Zahl irgendwo hingestellt. Genau, und dann ist uns aber auch noch Klimagerechtigkeit wichtig, also vor allem eben dieser Bezug auf Gerechtigkeit und da ist zum Beispiel die zweite Forderung relevant nach einer MAPA-Klimapartnerstadt. Also MAPA steht für Most Affected People and Areas. Es geht einfach darum, dass man leider, dass die meisten Menschen irgendwie, wenn sie Leute besser kennen, dass sie dann mehr Empathie empfinden. Und dass durch eine Klimapartnerstadt so ein bisschen so ein persönlicher Bezug zu einer Stadt hergestellt werden soll, in der eben die Klimakrise aktuell schon besonders relevant ist, in der beispielsweise ja, Dürren häufiger geworden sind und die Menschen dort tatsächlich einige Zeit, einige Wochen oder Monate im Jahr unter Hunger leiden müssen. Dass dann, genau, dadurch, dass es halt, dass wir diese Partnerstadt haben, dass wir uns mehr mit denen verbunden fühlen und so ein bisschen die Folgen unseres eigenen Handelns direkt da vor Augen geführt bekommen, weil ja die VerursacherInnen der Krise andere sind als die, die am meisten davon betroffen sind aktuell. Und sich dann aber auch gleichzeitig, wenn es jetzt nicht, also genau, Wiederaufbaumaßnahmen beispielsweise, wenn es irgendwie eine Flutkatastrophe gab oder auch an Hilfsmaßnahmen, wenn es zum Beispiel eine Hungersnot gibt, finanziell zu beteiligen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, um auch die globale Perspektive zu behalten. Und diese Klimapartnerstadt soll das, also das habe ich auch vorher noch nie gehört, soll das dann von der Gemeinde, von der Stadt ausgehen oder direkt auch von den Bürgern, also institutionell oder? Beteiligung von BürgerInnen ist natürlich cool, aber in erster Linie institutionell. Also es ist natürlich schön, wenn das ein offener und partizipativer Prozess ist, aber das Ziel ist, dass die Stadt Bayreuth das als feste Partnerstadt ausschreibt quasi. Oder nicht ausschreibt, sondern organisiert mit denen zusammen. Ja, gerade weil Bayreuth ist halt auch eine Stadt der Städtepartnerschaften und wir haben schon relativ viele, aber halt keine einzige Stadt, die von ja, solchen Klimakatastrophen jetzt wirklich im Moment betroffen ist. Und
wir haben also Partnerstädte, wie zum Beispiel Annecy oder so, also andere europäisch reiche Städte, sage ich jetzt mal, die nicht so davon betroffen sind, und dementsprechend ist es halt wichtig, wenn wir schon so viele Partnerstädte haben, dass wir auch einfach mal eine mit aufnehmen, die wirklich aus so einer MAPA-Region kommt. Und ja, um uns damit auch einfach mal zu befassen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es institutionell ist und nicht von den Bürgerinnen aus. Aber natürlich wichtig, dass es unter die Bürger gebracht wird. Ihr habt gesagt, euch gibt es jetzt seit einem Monat, glaube ich. Genau. Wie war das in der Zeit? Was habt ihr da für Herausforderungen gehabt? Und war es bisher möglich, diese Herausforderungen alle zu meistern? Oder gibt es auch Dinge, die halt immer irgendwie schwierig sind und wo ihr irgendwie dranbleiben müsst? Aber was konstant irgendwie in die Schwierigkeit bleibt? Ja, also anfangs waren es auf jeden Fall so, ich sag mal, ganz essentielle Schwierigkeiten, wie zum Beispiel oben das Baumhaus wetterfest machen, unten eine Struktur aufbauen, dass der Ground Support auch sein Dach über dem Kopf hat, wenn es mal regnet oder so, dass unsere Sachen trocken bleiben, dass wir eine Möglichkeit der Lagerung haben, einen Platz, an denen wir uns aufhalten können, an denen unsere Sachen trocken bleiben. Das waren erstmal so grundlegende Sachen, die sich halt erst als Herausforderung rausgestellt haben, als wir überhaupt gemerkt haben, wir können dort bleiben, wir können unsere Versammlung anmelden und werden von der Stadt toleriert. Dementsprechend konnten wir dann solche Strukturen aufbauen. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut gemeistert und guten Support gekriegt, auch aus der Umgebung. Also wir haben zum Beispiel Räumlichkeiten des Umweltschutzbüros nutzen können oder Räumlichkeiten vom Hollerbusch, vom Bioladen um die Ecke. Also das hat ganz gut funktioniert am Anfang und das funktioniert bis jetzt. Und später hatten wir dann auch mal so eine Phase, in der wir Probleme hatten mit der Besetzung der Schichten vom Ground Support, weil es nun mal auch eine ganz schöne Kraftanstrengung ist, 24 Stunden vor Ort zu sein und das über einen Monat hinweg. Ja, deswegen hatten wir da zwischenzeitlich eine Riesenherausforderung, aber wir haben einfach einen großen Aufruf gestartet und es hat funktioniert, was sehr gut ist, weil das zwischenzeitlich das Projekt wirklich, am Struggeln war und wir Schwierigkeiten hatten, uns die Zukunft vorzustellen. Aber durch diesen Aufruf haben wir wirklich mehr Hilfe bekommen und mehr Leute, die sich engagieren wollen. Und dann sind es auch wieder mehr geworden und wir hoffen, dass es auch weiterhin mehr werden, damit eben diese langwierigen Schichten auch ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt werden können. Und das war eigentlich eine Riesenherausforderung, die wir aber gemeistert haben und dementsprechend kann das in die Zukunft hoffentlich auch so weitergehen. Ja, es macht auf jeden Fall auch Spaß, euch zu unterstützen. Als ich das eine Mal da war, also ich würde gerne auch nochmal kommen, aber da kamen dann auch Leute vorbei und haben Glühwein und Lebkuchen vorbeigebracht. Und da war ich auch das erste Mal da und war so ein bisschen überrumpelt so. Also ja, aber das war super auch in dem Moment. Ja, schön, dass das jetzt auch klappt und sich noch mehr Leute am Ground Support beteiligen. Ich glaube, Probleme, die man nie so wirklich losbekommt, die einen immer so ein bisschen begleiten, ist einmal, dass es meistens der Fall ist, dass es irgendwie ein paar Leute gibt, die besonders viel Verantwortung oder Zeit irgendwie auf sich nehmen. Ja, das habe ich bisher noch nie gesehen, dass das irgendwo richtig gut funktioniert hat, dass man das so gut verteilt hat. Also, dass natürlich auch sich dann Leute zu viel Verantwortung aufgenommen haben oder das Gefühl hatten, dass sie sich für zu viel verantwortlich fühlen müssen. Dann, dass es halt auch sehr unterschiedliche Menschen einfach sind, die dort sind und dann miteinander klarzukommen, da fand ich als Institution oder als Plenum, das Emo-Plenum eine ganz gute Sache, also emotionales Plenum, obwohl das soll jetzt eigentlich, das heißt glaube ich nicht mehr so, weil Plenum zu sehr dann doch wieder ein Arbeitstreffen suggeriert, aber dass man halt drüber sprechen kann, irgendwie, wie man sich gerade auch in der Gruppe fühlt und dass man über ja einfach so persönliche Konflikte in der Gruppe da auch sprechen kann. Und das sind, glaube ich, Dinge, die man nie so wirklich irgendwie wegbekommt und womit wir aber auch leben müssen. Und ich glaube, wir haben die ganz gut schon erkannt, auch als Problemfelder, also sowas auch
regenerative Kultur angeht, sind wir da, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und es gibt auch einige Personen, die da ja sehr, die denen das sehr bewusst ist, die darauf achten. Aber so ganz wird man sie wegbekommen. Ja, ich wollte jetzt auch nicht damit suggerieren, dass wir genügend Hilfe haben, weil es ist immer noch viel zu tun, auf jeden Fall. Und gerade was natürlich so organisatorische Sachen angeht, das ist schwierig, dass sich da genügend Leute finden, die da wirklich Lust drauf haben und da ihre Zeit investieren wollen. Aber selbst wenn man so viel Zeit nicht rein investieren will, ist es einfach schon mal sehr gut, wenn, wie gesagt, die Schichten vor Ort gefüllt werden. Aber das Ganze, was im Hintergrund läuft, das, ja, das spielt immer noch auf einige wenige ab, auf jeden Fall. Dann ist es sehr gut, dass wir ein paar Infos teilen, dass man euch direkt kontaktiert oder gleich zu euch läuft, gegenüber vom Rathaus und mitmacht. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ihr habt das gerade schon kurz angesprochen, dass ihr natürlich auch eine hohe Motivation dadurch bekommen habt, dass Leute so positiv auf das Projekt reagiert haben. Wie war das denn bei euch? Also, ja, oder was hat euch dazu motiviert, aktiver zu werden? Oder war das schon immer so? Ja, also in gewisser Weise wollte ich schon immer was machen, würde ich jetzt mal behaupten. Mir war das Thema voll wichtig und ich habe es auch irgendwie mitverfolgt. Lustigerweise fand ich zum Beispiel, also ich fand ja Fridays for Future zum Beispiel auch eine richtig, richtig gute Bewegung, aber seltsamerweise, ich habe mich da nie so ganz Teil davon gefühlt, obwohl da natürlich auch jeder willkommen ist, aber das irgendwie so der Aufstand der SchülerInnen ist und ja, ich halt auch schon im Berufswesen bin und ja, schon einen gelernten Beruf habe und irgendwie mich da nicht so ganz Teil davon gefühlt habe. Und ja, mir ist das Thema halt voll des Herzensanliegen. Also mein Vater, der hat auch einen Bioladen, wie gesagt, und dementsprechend ist es schon immer, also dieses ganze Öko-Thema schon immer Thema bei uns gewesen, auch in der Familie. Und dann auch natürlich mit dem Hintergrund mit Klettern, dass man da auch immer mehr mitkriegt, wie es der Natur geht und ja, wie schlecht es ihr eigentlich geht und wie wichtig das eben auch ist. Und ich immer schon das Problem hatte, dass ich es blöd finde, dass quasi alles immer so auf globaler Ebene gesehen wird und man muss dieses, also es ist wichtig, dass global gehandelt wird auf jeden Fall, aber ich es gerade einen super Ansatz finde, lokal was zu tun und irgendwie vor Ort, in dem man gerade wohnt, in dem man gerade seinen Lebensmittelpunkt hat, was zu tun. Und ja, das eben mit so vielen Kleinprojekten eben möglich ist. Und deswegen, ja, habe ich, glaube ich, also das war halt die Aktion, um das jetzt endlich mal umsetzen zu können. Vor Ort, direkt und dann auch noch mit Auswirkungen auf den Stadtrat, auf die Lokalpolitik, was tun zu können. Und dementsprechend finde ich es einfach eine richtig super, super Aktion und wollte da direkt mitmachen. Wie war es bei dir, Luca? Ich bin seit irgendwie Anfang 2019 so in die Richtung interessiert und engagiert. Und ich war jetzt, bevor wir das Baumhaus aufgebaut haben, so ein bisschen in der Situation, dass ich halt irgendwie immer ein bisschen auf der Suche war nach der effektivsten Aktion oder so ein bisschen nach dem, wo ich mich am wirksamsten fühle. Und war da erst dann motivierter, mehr beim Aufstand der letzten Generation mitzumachen, die jetzt auch Anfang Januar oder eher Mitte, Ende Januar Aktionen machen werden. Und genau, bin jetzt da, aber dann ein bisschen zurückgetreten, um eben auch mehr fürs Baumhaus zu machen, weil ich dann doch auch, gerade nachdem wir es aufgebaut hatten, also ich meine, erst bin ich, wie gesagt, davon ausgegangen, das wird eine Aktion sein, die vielleicht eine Woche dauert insgesamt, mit allem drum und dran, mit vorher Klettertraining und dann die Räumung und so weiter. Und dadurch, dass ich dann danach aber da die Wirksamkeit gespürt habe, genau, habe ich dann auch entschieden, dass ich da die Zeit reinstecken möchte. Und natürlich ist dann auch einfach eine Situation, man hat dann schon mal so ein Baumhaus aufgebaut und dann fühlt man sich natürlich auch da ein Stück weit verpflichtet. Man ist irgendwie Teil von diesem Ganzen. Dann ist es wahrscheinlicher, dass man dabei bleibt. Ja, das ging mir genauso. Also am Anfang dachte ich ja auch, dass es nicht allzu lange Projekt sein wird. Und da habe ich erstmal echt geguckt, als es dann hieß, boah, wir wollen auf jeden Fall bis nächstes Jahr noch bestehen bleiben, dachte ich mir so, wow, das ist ja meine Herausforderung. Das war noch im November, ganz am Anfang, als noch alles noch nicht so strukturiert war und wir noch eine recht kleine Gruppe waren.
Und da habe ich halt gemerkt, okay, es wird anstrengend werden und es ist eine Kraftanstrengung und ich werde verdammt viel Zeit hier verbringen, was dann auch der Fall war. Also natürlich auch immer im Verhältnis gesehen zu anderen. Das ist klar, mal mehr, mal weniger. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, hier Zeit und Kraft rein zu investieren. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass man gesagt hat, okay, da sollten wir dranbleiben. Und zwar alle zusammen. Ja, ist echt beeindruckend. Also, ich hoffe, dann hat es auch gut geklappt und ich wünsche euch dann auch, dass es auch so bleibt, dass die wenigen, die aktiver sind, dass die an dem Engagement nicht irgendwie, ja, wie sagt man, ausbrennen oder sich verausgaben, sondern genug Unterstützung erhalten, weil das ja auch dann manchmal so ein Risiko sein kann. Das Risiko haben wir auf jeden Fall, aber wir versuchen auf jeden Fall, das möglichst einzudämmen. Ja, der Podcast heißt ja Stories of Climate Change Hope. Ja, gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, das gibt euch Hoffnung? Also was gibt euch Hoffnung oder wodurch bekommt ihr Hoffnung? Gibt es da etwas? Also, mir hat das ganze Projekt auf jeden Fall Hoffnung gegeben, in dem Sinne, dass ich sehe, man kann vor Ort was bewegen und sei es auch nur eine Gruppe aufzustellen, Leute neu kennenzulernen, die hinter den gleichen Ansichten stehen, hinter denen ich auch stehe. Leute neu kennenzulernen, mit denen ich darüber reden kann, mich austauschen kann. Das ist ein riesen Hoffnungspunkt, der mir irgendwie richtig gut getan hat. Und andererseits natürlich auch einfach die Hoffnung, dass der Stadtrat uns sieht, hört, dass die Lokalpolitik uns sieht, dass die Lokalzeitungen uns sehen, dass wir ein bisschen das Thema präsenter wird, als es eh schon ist, aber noch mehr eben hier in Bayreuth, hier in den lokalen Medien und es nicht nur um andere Themen geht, sondern vor allem auch um Klimaschutz. Ja, das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, weil wir auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, die dritte Hoffnung ist natürlich, Leute, die vorbeikommen, auch kritische Leute, die vorbeikommen, von den Themen überzeugen zu können, über die Themen aufklären können, ja, einfach mal so ein bisschen Input zu geben, wie man selber was verändern kann, wie man teilhaben kann und das Thema mehr unter die Leute zu bringen, die einfach vorbeikommen, die durch Bayreuth schlendern, spazieren gehen, einkaufen gehen, an uns vorbeikommen, an uns als Institution und über das Thema stolpern. Das gibt irgendwie auch Hoffnung zu merken, hey, vielleicht können wir damit einen Denkanstoß geben. Also ich persönlich habe ja, was so Ziele wie das 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel oder was auch immer angeht, keine Hoffnung mehr. Ich denke, da sind wir lange drüber. Also jetzt noch nicht, aber wird nicht mehr zu verhindern sein. Ich glaube, ich schöpfe meine Hoffnung so ein bisschen daraus, dass ich diese Idee von den Kipppunkten, dass man, wenn man einmal drüber ist, dass dann alles zu spät ist, weil der Kippkaskade einsetzt und wir so wohl oder übel bei 5 Grad Erwärmung landen, dass ich da noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass das, weil es ja auch eine Zukunftsvorhersage ist, dass die nicht so ganz genau ist und dass es schon besser ist, jetzt sich für Klimaschutz zu engagieren, weil es natürlich auch irgendwo Effekte zeigt, die zu langsam sind für die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Aber vielleicht ist ja noch nicht alles vorbei, wenn wir diese Ziele reißen. Ja, genau, ich glaube, daraus schöpfe ich so ein bisschen Hoffnung und irgendwie auch aus der Erkenntnis vielleicht, dass das Problematischere eigentlich ist, wie wir mit der Klimakrise umgehen und weniger, dass es eine Klimakrise gibt. Und dass wir jetzt eben auch selbst, wenn wir es nicht mehr aufhalten können, dass die Erwärmung so hoch wird, dass beispielsweise ja, mehrere 100 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen müssen, weil es einfach zu heiß ist oder überschwemmt wurde, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, jetzt dafür zu sorgen, dass in Zukunft damit menschlicher umgegangen wird und sich nicht eine Festung Europa aufbaut oder ähnliches zum Beispiel. Also ich glaube, es kann da auch noch sehr unterschiedlich viel Leid ausgelöst werden, je nachdem, wie umgegangen wird von der Menschheit mit dieser Katastrophe. Daraus nehme ich auch noch so ein bisschen Hoffnung, dass es sich doch lohnt, jetzt aktiv zu sein. Ja, danke schön. Jetzt würden wir auch schon zur letzten kleinen Frage kommen. Oder eigentlich wahrscheinlich die einzige kleine Frage. Das waren ja doch eher größere Fragen. Worauf freut ihr euch in den nächsten Tagen oder worauf freut ihr euch in der nächsten Woche? Okay,
Ich freue mich erstmal mega drauf, wenn alle wieder da sind. Jetzt gerade ist irgendwie nicht so viel los. Wir haben ja gerade eine offizielle Pause. Also nicht komplett Pause, es sind natürlich trotzdem Leute da, aber es sind einfach nur mal gerade viele in den Ferien. Und ich freue mich total auf die Gemeinschaft, die jetzt bald wieder da sein wird, weil das Baumhaus ist ein so schöner Ort, an dem du irgendwie immer hinkommen kannst, wo immer Leute sind. Mittlerweile kennt man auch einfach schon sehr viele. Es ist gerade in Zeiten von Corona ein wahnsinnig schöner Ort, eine Gemeinschaft zu haben. Du bist draußen, du kannst immer noch die Corona-Regeln einhalten und Abstand halten, aber du hast einfach Leute um dich rum und kannst halt immer jederzeit bist du willkommen und kannst kommen. Und darauf freue ich mich total, auch wieder diese Abende zu haben. Wir haben ja manchmal auch Kinoabende oder keine Ahnung, treffen uns einfach, um über uns gewisse Themen auszutauschen und darauf freue ich mich schon wieder sehr. Ja, da schließe ich mich an. Also ich freue mich auch darauf, die Leute wieder zu sehen und auch wieder im Baumhaus zu sein. Nach der Zeit, die ich jetzt hier auch bei meinen Eltern über Weihnachten war. Und ich freue mich auch auf den Lützerath Aktionstag, der am 8.1. stattfinden soll. Genau, da machen wir ein bisschen so Aktionstrainings auch nochmal, also so richtig in Richtung Skillshare. Aber es soll auch eine Demo geben und auf Lützerath aufmerksam gemacht werden als ja eines der wichtigsten Klimagerechtigkeitsprojekte wahrscheinlich gerade in Deutschland. Ja, das ganze Gespräch, was ihr bis jetzt gehört habt, das wurde alles Anfang Januar aufgenommen. Und in der Zwischenzeit, wo die Episode noch in der Entwicklung war, sozusagen, hat sich einiges beim Klimabaumhaus entwickelt. Und jetzt ist Luca nochmal da quasi und kann nochmal ein bisschen erzählen, wie es beim Klimabaumhaus weitergeht und was seitdem passiert ist. Vielleicht willst du einfach kurz sagen, ja, was hat sich seit Anfang Januar getan? Also wir waren seit, ja schon auch eigentlich seit Anfang Januar in einem relativ langen Entscheidungsprozess, der natürlich auch mit der Basisdemokratie, die wir verfolgen wollen, sich dann einfach ein bisschen in die Länge zieht. Und ja, haben uns jetzt letztendlich entschieden, die Aktionsform zu wechseln und das Baumhaus abzubauen. Das ist jetzt am letzten Freitag und Donnerstag passiert. Also wir haben am Donnerstag erst die Bodenstruktur abgebaut, unsere kleine Palettenhütte, die da stand, und am Freitag dann das Baumhaus abgelassen und das Ganze dann mit einer kleinen Demo quasi noch verabschiedet. Das heißt, das war Donnerstag, der 27. Januar. Genau, ja. Ja, also wie kam es dann dazu, dass es überhaupt zu der Überlegung kam, okay, das Baumhaus irgendwie abzubauen oder was anderes stattdessen zu unternehmen? Ja, war letztendlich ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, die uns dann dazu bewegt haben, die Aktionsform zu wechseln. Also das war einerseits der Faktor, dass wir das Gefühl hatten, unser eines Ziel, was wir mit dem Baumhaus auch verfolgt haben, dass die Klimabewegung in Bayreuth besser vernetzt und auch gestärkt wird, haben wir ein Stück weit erreicht. Und es sind auch viele Ideen durch diese Vernetzung entstanden. Wir sind aber nicht in der Lage gewesen, diese Ideen irgendwie umzusetzen, weil gleichzeitig das Baumhaus zu halten auch einfach viele Kapazitäten gezogen hat. Und genau, wir erhoffen jetzt uns auch durch den Aktionswechsel, dass wir die guten Ideen und die Vernetzung, die entstanden ist, dann noch besser auch kanalisieren können, ohne eben ich sag mal, den ständigen Aufwand und den Druck auch im Hinterkopf zu haben, so dass wir das Baumhaus 24/7 besetzt haben müssen. Gleichzeitig hatten wir auch ein bisschen das Gefühl, dass die Stadt sich an uns gewöhnt hat, dass wir am Anfang natürlich irgendwie ja neu waren, auch ein Stück weit eine Störung irgendwie im öffentlichen Stadtbild dargestellt haben. Und genau, dass das weniger geworden ist, es sind auch weniger Menschen irgendwie auf uns zugekommen, sondern wir hatten das Gefühl, wir sind jetzt da ein bisschen etabliert und jeder weiß so ein bisschen, okay, alles klar, da sind hier die Leute vom Klimabaumhaus, sodass wir auch so ein bisschen unsere Wirksamkeit mit dem Baumhaus in Frage gestellt haben und ja, uns jetzt der Meinung sind, dass wir durch andere Aktionsformen eben noch mehr Druck auf die Stadt ausüben können. Und nicht zuletzt hat auch die Corona-Situation dazu beigetragen. Also wir hatten selbst einen Covid-Fall am Baumhaus, der ein paar Leute
betroffen hat, mich unter anderem auch. Und ja, jetzt aktuell, ich glaube, wir haben in Bayreuth eine Inzidenz über 1000. Gerade auf dem Baumhaus, wenn man oben schläft, ist es halt nicht möglich, Abstand zu halten und Maske zu tragen, sodass wir auch da das Infektionsrisiko minimieren wollten. Genau, und das waren alles um Gründe, die irgendwie zusammengespielt haben und letztendlich dazu geführt haben, dass wir uns entschieden haben, das Baumhaus jetzt erstmal abzubauen, genau, und dann eben eher andere Aktionen zu machen. War auch ein Grund der, dass, obwohl es viele Interessierte gibt und Befürworter des Projekts, dass am Ende ja nicht genug Leute Schichten übernommen haben und am Baumhaus zu stehen? Oder hat es eigentlich keine große Rolle gespielt? Doch, das hat auch eine Rolle gespielt, weil auch gerade jetzt, ich sag mal, im Vorfeld der Entscheidung hatten wir dann eine Woche, anderthalb Wochen ungefähr dann auch die Corona-Situation, was dazu geführt hat, dass so, ja, ich würde mal schätzen, 5 bis 6 Menschen, die vorher auch einfach viel am Baumhaus waren und viel Zeit dort verbracht haben, nochmal ausgefallen sind, was die Situation für uns dann nochmal erschwert hat. Genau, also ja, das muss ich auch so ehrlich sagen, natürlich hat das letztendlich auch mit den Kapazitäten zu tun gehabt. Das war ja eben auch genau der Grund, weswegen ich meinte, wir glauben, dass wir mit den Kapazitäten, die wir gerade haben, mit anderen Aktionsformen mehr erreichen können. Aber es sind ja eigentlich einige auch, ihr habt ja auch so eine Messenger-Gruppe, da sind einige Leute drin. Ja, habt ihr jetzt auch eine Idee, wie ihr vielleicht dann noch mehr Leute aktiviert? Oder sagt ihr jetzt schon, wir werden dann Formate wählen, wo wir das auch in dem Team machen können, die Leute, die jetzt schon aktiv sind? Also wir werden erstmal Aktionen machen, die, ich sag mal, von der Planung her mit dem Team, was wir jetzt gerade haben, umsetzbar sind. Wir haben für nächste Woche Freitag eine Mahnwache geplant, auch am Baumhaus quasi. Also wir wollen so am besten wöchentlich schon jeden Freitag da präsent sein, dass wir weiterhin vor Ort sind und auch eben das, was ich meinte, den Vernetzungsraum weiter bestehen lassen. Also das soll jetzt keine Mahnwache sein, wo wir irgendwie viele Reden haben und die ganze Zeit Sprüche rufen, sondern es ist eben auch einfach gedacht, dass wir da sind, dass wir sichtbar sind und dass wir auch untereinander uns da nochmal vernetzen können. Genau, und dann sind es so Aktionen, die angedacht sind, mit einem Antirassismus-Workshop, der von den Fridays for Future mit organisiert wird, oder ein Pop-Up-Radweg. Also die Idee ist schon, dass wir quasi jede unserer 7 Forderungen nochmal auch mit einer Aktion begleiten. Also die Forderung nach einer Radspur auf den Ringen dann beispielsweise erlebbar machen für einen Tag, indem wir einen Pop-Up-Radweg errichten. Und es ist auch geplant, dass das Baumhaus wiederkommt. Wir haben 5 Monate ungefähr jetzt der Stadt Zeit gegeben und nochmal 2 konkretere Forderungen genannt. Das ist einmal der Klimanotstand, der ja vorher schon unsere 7. Forderung war. Und das ist dann die 4. Forderung war es nach den MieterInnen-Stromprojekten. Da fordern wir jetzt quasi nochmal konkreter, dass die Stadtwerke ein Beratungsprogramm speziell für MieterInnen-Stromprojekte aufsetzen sollen. Und wir sind der Meinung, dass das in 5 Monaten umsetzbar ist, die beiden Sachen. Und genau, wenn die Stadt das eben nicht macht oder in dem Zeitraum nicht die Motivation für Klimagerechtigkeit an den Tag legt, die wir uns wünschen würden, haben wir schon angekündigt, dass wir auch mit dem Baumhaus wiederkommen werden. Und genau, da ist aber jetzt noch nicht klar, wo oder wann genau das passieren könnte. Ja, wir haben uns nur überlegt, dass es ja auch am Festspielhügel ganz nette Bäume gibt. Ja, da erreicht ihr dann nochmal andere Bürger der Stadt auch, wenn ihr den Standort wechselt. Ja, ich hatte dich das ja beim letzten Gespräch auch gefragt. Also der Name und die Gruppe bleibt, nur die Aktionsform ändert sich vorübergehend und dann in 5 Monaten, also im Mai, ist das Baumhaus eventuell wieder da. Also das wirkliche Baumhaus jetzt, das gebaut wird. Ja, wir gehen, glaube ich, von ein bisschen später aus, eher so Juni, Juli. Aber genau, dann so im Sommer, Spätsommer planen wir spätestens wieder da zu sein, genau. Ja, dann bedanke ich mich sehr bei euch. Also ich fand das jetzt echt spannend, nochmal mehr von eurer Initiative zu lernen. Ich hoffe, ihr bekommt auch ein bisschen Unterstützung. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder die andere Bayreutherin, die den Podcast hört
sich bei euch meldet, die Initiative weiterbringt. Also vielen Dank. Danke dir. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Alles klar. Tschüss.